Oh Leute, jetzt ganz genau zuhören. eWeber.com bietet jetzt mittlerweile sogar PS4-Spiele an, die ihr günstiger kaufen könnt, als ihr sonst gewohnt seid. Aus dem Shop, aus dem Laden, von Amazon oder. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einem geilen Game, nutzt den Code Shappy für 3%. Dazu kriegt ihr noch einen Euro hinterhergeschmissen. Und wenn ihr PSN-Karten braucht, klappt das genauso. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben endlich nach 8,5 Monaten Black Ops 4 Zeit die ersten Ingame-Bilder aus einem richtigen Gameplay von Modern Warfare bekommen. Ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen. Es gab so ein kleines Stream-Event, das war so ein 2 gegen 2 Stream-Event. Da wurde natürlich jetzt nur ein neuer Modus vorgestellt, der heißt 2 gegen 2 Game Battle, so haben sie jetzt nur genannt. Denkt dran, alles, was ihr auch heute von mir an Waffen bekommt, die in Modern Warfare jetzt in dem Link, der ist unten auch drin, bestätigt worden sind. Und das sind alles die Waffen, die ihr auch live im Video heute sehen werdet. Die Namen können sich natürlich noch ändern. Es wird sich noch einiges ändern, bis das Game wirklich released ist. Am 1. August werden wir die ersten offiziellen Gameplay-Bilder aus dem Multiplayer sehen. Und ich vermute auch mal ganz ehrlich, also wir werden wahrscheinlich TDM, Herrschaft suchen, zerstören oder sowas sehen können. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass nach dem Reveal am 1. August auch die Info kommt, ab wann eine Beta für uns spielbar ist, für die Vorbesteller höchstwahrscheinlich oder. Das allererste, was ich euch gerne sagen möchte, tut mir einen Gefallen und bestellt das Spiel noch nicht vor. Es ist mittlerweile ganz klar geworden, dass je höher die Vorverkaufszahlen sind, desto schlechter werden die Marktsysteme im Game nachher. Bestellt es euch jetzt noch nicht vor. Macht es erst später. Ihr habt doch mehr als genug Zeit. Und dadurch, dass man es digital ordern kann, wird es auch nicht einfach an Kopien leer sein oder sonstiges. Worauf wir heute hinaus wollen, ist, was habe ich gesehen, was halte ich davon, was können wir erwarten und. Und das Erste, was ich wirklich sagen muss, viele Leute haben gesagt, das, was sie hier sehen konnten, sieht sehr aus wie Rainbow Six oder ein bisschen auch wie Battlefield 5. Zum Teil würde ich euch absolut recht geben dabei. Es sah etwas langsam aus, das Ganze, hat aber auch einen ganz speziellen Grund. Und zwar, wir haben natürlich ein 2 gegen 2 hier gesehen. Das heißt, das war natürlich schon ein bisschen mehr competitive. Die vier Jungs, TP war das unter anderem, Courage von 100 Thieves. Die haben natürlich kein Interesse gehabt, hier voll rein zu rushen. Die wollten ein bisschen Spaß haben, die wollten natürlich auch gewinnen. Wer weiß, um wie viel Geld es da intern noch bei den Wetten ging. Also ist das gesamte Gameplay natürlich etwas langsamer als das, was wir uns jetzt vielleicht erhofft hatten. Aber wir gehen auf die Waffen ein, auf die Grafik. Und wenn wir auf die Grafik gucken, kann ich euch nur eins sagen. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Man sieht, woran Infinity Ward die letzten Jahre zwecks neuer Grafik-Engine gearbeitet hat. Das Movement-System ist deutlich langsamer als Black Ops 4. Genauso wie die Time to Kill deutlich langsamer ist, aber immer noch deutlich schneller, entschuldigt. Aber dafür ist es immer noch nicht so schnell wie zum Beispiel Call of Duty Ghost damals oder die alten MW-Teile. Das finde ich gut, das finde ich wirklich gut. Was mir direkt auch aufgefallen ist, wenn ihr so auf die Granaten guckt, wenn die geworfen werden, wie der Timer drumherum rot wird, wie man sich hinter den Barrikaden anlehnen kann. Vieles von dem Game hat so ein bisschen den Anschein von Call of Duty Ghost damals. Und bevor ihr jetzt in den Hass verfallt, es geht nur um einzelne Spielmechaniken, die ich sehr, sehr cool fand. Das mit dem Anlehnen fand ich schon immer sehr, sehr cool. Das macht das Game natürlich ein bisschen langsamer, weil man, wenn man sich anlehnt, da wirklich an die Ecke stellt und nicht viel machen kann. Aber insgesamt definitiv eine coole Sache. Dazu kommt, bitte erschreckt euch nicht. Es geht nicht darum, dass ihr euch hier selbst heilen müsst. Ihr heilt euch automatisch nachher. Es gibt aber den Stimshot als taktische Ausrüstung. Ich vermute, dass der Stimshot was sehr Hilfreiches ist, wenn man zum Beispiel im 2 gegen 2 Game Battle spielt. Denn da ist die manuelle Heilung ausgeschaltet. Ihr heilt euch nicht, wenn ihr ein bisschen Leben runter habt. Das heißt, hier könnt ihr als taktische Ausrüstung Stimshot nehmen und könnt euch ein bisschen heilen. Das ist schon ganz angenehm und ich glaube, dass dieser Modus, ich glaube, das erste Mal sowas habe ich gesehen in MW3 damals, wenn ich mich nicht irre. Schreibt mal in die Kommentare, aus welchem COD dieser 2 gegen 2 Modus ursprünglich stammt. Dann ist das ganz cool, aber dass wir uns nicht mehr selbst heilen müssen, gefällt mir persönlich einfach sehr gut. Die Time to Kill gefällt mir soweit sehr gut. Die Grafik, habe ich ja schon gesagt, sieht sehr schön aus. Die Waffen, es sind viele Waffen, die wir aus den alten Modern Warfare-Teilen kennen. Ob das die MP5 ist, ob das die MP7 ist, ob das die Sniper ist, die wir gesehen haben. Da sind eine Menge Sachen bei, wo ich sage, geil, das kenne ich noch von früher, das gefällt mir auch richtig gut.
Wir haben, ich glaube, schon 11 oder 12 verschiedene Granaten gesehen. Und wenn ich mir angucke, wie viele Waffen in diesem 2 gegen 2 Gameplay jetzt schon drin waren, das sind schon fast so viele, wie wir in Black Ops 3 oder beziehungsweise Black Ops 4 insgesamt haben. Ich habe Hoffnung, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe definitiv Hoffnung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Was mir aktuell noch ein bisschen Sorge macht, und das sind so ein paar Sachen, die habe ich hier jetzt auch gesehen. Natürlich, wir haben keine Minimap. Das wurde schon bestätigt von Infinity Ward. Hier in dem 2 gegen 2 Modus wird es keine Minimap geben. Im Multiplayer Modus ab dem 1. August wird es eine geben. Wir haben bisher in diesem 2 gegen 2 Modus 3 verschiedene Maps gesehen. Das war King, das war Pine und das war Stack. Diese 3 Maps sind natürlich, weil es für 2 gegen 2 ist, etwas kleiner als das, was wir vielleicht sonst erwarten. Ihr könnt darauf gefasst sein, dass wir im Multiplayer deutlich mehr Maps haben, die auch deutlich größer sind. Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass die Grafik von dem Game alles, was wir bisher hatten, definitiv schlägt. Ich bin trotzdem wirklich, auch wenn ich das eigentlich ganz cool fand, sehr, sehr vorsichtig aktuell. Ich habe bei Black Ops 4 auch gedacht, wow, das wird das Mega-Game und was für ein Potenzial. Und das Potenzial ist immer noch da, aber es wurde nichts daraus gemacht. Ich glaube, dass Infinity Ward sehr viel Pläne mit dem COD hat. Und das, was viele von uns aus der Community seit vielen Jahren schreien, nämlich, Leute, wir wollen Innovationen haben, wir wollen was Neues haben, wir wollen neue Ideen haben. Ich glaube, zu einem Großteil ist das hier in Modern Warfare so umgesetzt worden oder wird immer noch umgesetzt. Wir werden natürlich auch noch neue Streaks sehen. Wir haben jetzt hier keine Streaks mit drin gehabt. Also, es ist einiges offen. Wenn wir uns jetzt angucken, welche Waffen bisher bestätigt sind, dann kann ich euch sagen, die Fanlieblinge sind zurück. Bei den Sturmgewehren ist es die FR 5,56 mm. Ich war damals bei der Bundeswehr, die 5,56 mm geben immer an, was für ein Munitionstyp die Waffe benutzt. Und die FR ist nichts anderes als die FAMAS aus der Vergangenheit. Dazu haben wir die AUG, die kennen wir auch. Die M4A1, das amerikanische Sturmgewehr. Und die L86A1. All diese Waffen, alle die ich jetzt nenne, sind auch hier in diesem Video in den Game Battle zu sehen. Dazu haben wir bisher zwei SMGs gesehen, die MP5 und die MP7. Und Leute, wenn wir da überlegen, nochmal, MP5, MP7. Das sind, glaube ich, von vielen Leuten die Fan-Favorites aus alten Modern Warfare-Teilen gewesen. Also sehr, sehr cool. Ich habe aktuell ein bisschen Sorge, dass sie einfach nur fast alle alten Waffen neu hier reinsetzen. Aber wenn sie gut umgesetzt sind, habe ich damit überhaupt kein Problem. All die Namen der Waffen können sich natürlich mit der Zeit bis zum Release des Games noch ändern. Dazu haben wir zwei Shotguns bisher gesehen, die absolut auch nur Sekundärwaffen waren, was ich sehr angenehm finde. Keine Primärwaffen. Nämlich Modell 680 und das Modell 725. Eins davon könnt ihr hier jetzt ungefähr gleich sehen. Die waren nicht allzu stark, aber doch, man kann damit Leute töten. Und gerade für Leute, die vielleicht gerne mit Shotguns spielen, sehr, sehr cool. Eine der wichtigsten Sachen, die wir natürlich gesehen haben, es gibt keine Spezialisten, aber es gibt verschiedene Perks. Wir haben ja eine Menge Perks, die ja schon geleakt worden sind, die ja schon genannt worden sind. Und eines der Perks macht es wirklich geil. Ihr könnt sozusagen schneller sprinten, dafür nicht allzu lange und habt natürlich den Nachteil, dass ihr eure Waffe nicht so schnell in den Scope bekommt. Für Rusher ist das natürlich großartig, für Suchen und Zerstören, wenn ihr sozusagen den erwarteten Punkt, wo Gegner euch auftreffen, brechen könnt, weil ihr einfach schneller unterwegs seid. Das heißt, wir haben auch Perks sowohl für die Waffen als auch für den Charakter an sich. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich bin froh, dass wir vor den Spezialisten weggegangen sind. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir hier endlich mal Neuigkeiten in das Spiel integriert bekommen, nach denen wir alle schon seit langem geschrien haben und die wir alle lange gewartet haben. Wir haben noch einen Raketenwerfer dabei gehabt. Wir hatten zwei Sniper, einmal die AX-50 und die M14. Die M14 kennen wir, glaube ich, alle. Dazu gab es die M19 und die 5.50GS. Das war die Handfeuerwaffe. Zusätzlich hatten wir bisher schon gesehen, das LMG M91, eins der typischen aus den alten MW-Teilen, da hieß es aber noch anders. Von den taktischen Granaten hatten wir die Stun-Granate, die Flash-Granate und das Stim-Paket. Das sind so 4 Spritzen gewesen, wie wir es aus Black Ops 4 kennen. Dass man das in Game Battles mit reinnimmt, finde ich sehr, sehr cool, ist auf jeden Fall eine coole Sache, aber wie ihr seht, es ist nur eine kleine taktische Ausrüstung. Dazu hatten wir ein Semtex, ein Molotow, ein Wurfmesser, eine Frag-Grenade, eine Claymore und eine Annäherungsmine. Und wir hatten eine Menge Aufsätze. Also wir haben viel mehr Perks und viel mehr Aufsätze als in Black Ops 4. Wir haben das Laser Sight, den Mündungsbrecher, das heißt im Prinzip weniger Mündungsfeuer. Wir haben die erweiterten Magazine, wir haben eine Menge Griffvarianten, wir haben eine Menge Schaftvarianten, wir haben einen Aufstellpod, sodass man das MG auf den Boden stellen kann.
Wir haben verschiedene Visiere. Dann gibt es verschiedene Schaftvarianten. Ich bin nicht sicher, wie die Schaftvarianten funktionieren. Ob der eine einfach besser ist als der andere oder ob der eine vielleicht besseren Stray Speed hat und beim anderen kann man die Waffe vielleicht schneller ziehen. Dafür nimmt man schnell Ziehen raus. Das sind alles Sachen, die natürlich noch offen bleiben. Und was wir bisher nur wissen, es gibt zwei verschiedene Factions. Einmal die Koalition und einmal die Allegiance, so ist es im Englischen gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt einfach nur die Alliierten nachher sein werden oder ob man die irgendwie nochmal anders nennt. Auf jeden Fall, wenn wir uns angucken, was wir bisher bekommen haben, wie dieses Reveal-Event aussah, das erste, was wir von Modern Warfare in-game sehen, dann will ich euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe auf jeden Fall Bock, ich habe wirklich Bock, weil Black Ops 4 ist einfach jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich es nicht mehr spielen kann, nicht mehr spielen möchte und nicht mehr spielen werde. Modern Warfare hat vieles versprochen mit Infinity Ward. Wir haben viele Infos darüber bekommen vorher, was geplant ist. Wir haben unglaublich viel Feedback von der ganzen Community, also von euch als Community, von allen anderen Communities, von der COD-Community an sich. Genug Feedback für die Spieleentwickler gibt es mittlerweile. Das Feedback ist von uns allen immer umsonst. Deswegen kann man nur hoffen, dass hier was Gutes bei rauskommt. Ich bin aber auf jeden Fall gut darauf angesprümmt oder wie man es besser sagen soll, ich habe nach dem 2 gegen 2 Reveal Event weniger Sorge als vorher, aber ich bin immer noch vorsichtig, denn bei Black Ops 4, ich habe schon mal gesagt, habe ich auch gedacht, alles klar, das kann ein gutes Spiel werden und am Ende sind wir doch, glaube ich, alle ziemlich enttäuscht worden. Also, mein Fazit zu dem Ganzen, ich freue mich auf den 1. August, ich werde das MW Reveal Event, wenn es den Multiplayer gibt, auf jeden Fall streamen, den können wir uns gemeinsam angucken, was da kommt, was da das Spannende ist. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr nicht reinscheißen, denn ich will ganz ehrlich sein, seit 2-3 Jahren sagt man, wenn das nächste COD nicht gut wird, dann ist die Franchise tot und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo diese Aussage tatsächlich stimmt. Wenn dieses COD nicht gut wird, war es das mit der COD-Franchise. Denn, seien wir ehrlich, 2020 Treyarch COD, wer hat Großhoffnung? Ich persönlich nicht. In diesem Sinne, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von dem neuen MW, was ihr bisher sehen konntet. Ihr wisst, ich werde auf jeden Kommentar reagieren, wenn ich kann. Ich bin raus für heute. Macht euch einen schönen Samstag. Haut rein.